Hallo, mein Name ist Thorsten Bartel. Herzlich willkommen bei Invesio. Heute wieder ein weiteres Teammitglied, welches ich präsentieren darf, und zwar ist das der Carsten. Der Carsten begleitet mich schon über 15 Jahre im Unternehmen hier und betreut Kunden, macht eigentlich vom Prinzip her alles um die Kundenabwicklung auch drumherum, aber was genau auch, kann er am besten selbst erklären. Also, bis zum Ende dranbleiben. Und wenn euch das Video gefällt, teilt und liked dieses Video und abonniert unseren Kanal. Vergesst nicht, die Glocke einzuschalten, sodass ihr kein Video mehr verpasst. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, so könnt ihr diese gerne im Kommentarfeld unter dem Video stellen. Also, jetzt viel Spaß mit Carsten. Hallo, mein Name ist Carsten Plain und ich bin hier bei der Firma Invesio im Bereich Konzeption und Vertrieb tätig. Mit dem Thorsten Bartel arbeite ich jetzt schon seit über 17 Jahren zusammen. Ich selbst bin in der Immobilienbranche seit 1993 tätig. Und hier bei der Invesio entwickeln wir Neubauprojekte, Sanierungs- und Denkmalschutzprojekte für unsere Kunden. Und ja, über all die Jahre haben wir uns dankenswerterweise einen Kundenstamm erarbeitet, der auch gerne wiederholt und mit wachsender Begeisterung kauft. Und nichtsdestotrotz ist es immer noch sehr, sehr spannend und macht einen Riesenspaß, sich auch mit Leuten zu beschäftigen, die dieses Themengebiet, die Immobilie als Kapitalanlage, für sich ja neu entdecken und sich da engagieren möchten. Und das setzt selbstverständlich voraus, dass man wirklich individuelle Konzepte erstellt. Und das heißt in diesem Fall, eine Immobilie irgendwo zu erwerben, ist nicht das Problem, aber die richtige Immobilie auf die richtige Art und Weise unter Berücksichtigung der persönlichen und individuellen Voraussetzungen zu konzipieren, das ist eigentlich eine Herausforderung, der ich mich sehr gerne und jeden Tag aufs Neue wieder stellen möchte. Und in dieser Hinsicht sind wir natürlich auch bestrebt, an einem sich immer weiterentwickelnden Markt, der sich in den letzten Jahren zunehmend dynamisch gestaltet, den Finger am Puls der Zeit zu haben, um dann eben auch für unsere Mandanten sicherzustellen, dass das Immobilienengagement sich über die Jahre hinweg natürlich als rentabel, nachhaltig darstellt. Und eine Immobilie ist für uns nicht nur der auch in den Medien immer wieder, dargestellte oder Wohnraum, der einfach nur verfügbar sein muss, sondern letztendlich ist eine Immobilie Lebensraum. Und das bedeutet, dass ich, egal ob jemand selbst einzieht oder ob er sagt, ich erwerbe diesen Wohnraum und stelle ihn anderen zur Verfügung, die klassische fremdgenutzte Immobilie im Mietbereich, sollte natürlich ein angenehmer und vor allem begehrenswerter Wohnraum für die Leute sein, die diesen Wohnraum auch suchen. Und in dieser Hinsicht entwickeln sich die Immobilien im Augenblick immer weiter, immer stärker, wenn man allein die Themen der Energetik und der Ausstattungsparameter sieht, dann ist das, was früher Sonderwunsch war, heute ganz einfach Standard. Sicherlich macht das die Immobilie und den Markt nicht wirklich günstiger, aber letztendlich nachhaltiger. Und das ist das, was eigentlich unsere Mandanten tatsächlich interessiert. Nämlich langfristige, ruhige Mietverhältnisse, die auch den Bewohnern wie den Eigentümern die Sicherheit geben, die eigentlich gewünscht ist. Und in dieser Hinsicht ist es eigentlich nicht nur eine klassische Vertriebstätigkeit, sondern dass die Anlagekonzeption, die wirklich individuell auf den einzelnen Mandanten zugeschnitten ist, das geht ja über die Auswahl der Immobilie, über die Konzeption des Finanzierungsmodells, für den wir hier auch eigene Fachleute haben. Und natürlich auch letztendlich um das Thema Marketing, denn man kann so
ja, versiert sein und so gut sein, wie man möchte. Die anderen müssen es auch wissen. Und in dieser Hinsicht haben wir natürlich auch die Möglichkeit, jetzt auf diesem Wege vielleicht den ein oder anderen, der sich entweder ja, noch nicht dazu durchringen konnte, sich immobilientechnisch zu engagieren, vielleicht dann doch letztendlich sich beraten zu lassen und unter Umständen auch die Durchschlagskraft zu entwickeln, sich seine Interessen zu sichern. Und gerne natürlich auch Leute, die ja, vielleicht hier aufmerksam werden und dieses Thema neu für sich zu entdecken. Vielleicht haben wir den einen oder anderen hier auch animiert und können dann vielleicht in einem Telefonat, über E-Mail oder gerne auch in einem persönlichen Gespräch das Thema vertiefen und die Informationen liefern, die letztendlich zu einer kompetenten Entscheidung führen. Und in dieser Hinsicht, ja, würde es mich freuen, von Ihnen zu hören. Danke für Ihre Zeit.